Wenn wir Anspiel auf Tor machen, die bleibt am Block hängen und Brandt nutzt die Möglichkeit, schiebt den Ball rüber zum 24-22 und jetzt steht hier die Halle auf. Anja Brandt. Aufschlag zum Satzgewinn. Unterschlagen die Schweriner den Block, von da aus geht er ins Aus. Sandra Gutsche. 25-22 geht dieser zweite Satz. Ebenfalls an den Schweriner SC. So, die Mannschaften haben wieder Aufstellung genommen. Angabe gibt es jetzt für Robert Hamburg. Carmen Koka hat sich den Ball schon geschnappt. Der dritte Satz ist eröffnet. Und er beginnt mit einem astreinen Aufschlag von Carmen Koka. 1-0 für Hamburg. Und wieder klasse durchgesteckt von Marie Frick. Da waren die Hamburger wieder nicht darauf vorbereitet. Obwohl schon das dritte Mal in diesem Spiel 1-1. Und da hat sie Glück, die Sandra Gutsche, dass der Ball durch den Block durchfällt. 2-1 für Schwerin. Schwerin natürlich mit Rückenwind, die ersten beiden Sätze gewonnen, 25-23, 25-22. Und mit Gewinn dieses dritten Satzes würde man nicht nur das Spiel, das toller Block jetzt von Wedekind, hier gewinnen, sondern auch dieses Turnier. Und als Turniersieger qualifiziert man sich für das Finale des Ligapokals dann in Suhl. Aber da wollte der Ball noch durch von Anja Brandt. Vielleicht etwas besser aufgebaut. Alla Robba schlägt den Block an. Und der Punkt für Schwerin. 3-2. Alla Robba jetzt auch bei der Angabe. Ja, bleibt da am Block hängen, Patricia Thormann. Neuer Anlauf, da ist die Lücke im Block. Der Koka aber noch cool rausgefischt. Hermann kann den Ball nur zurückgeben an die Schwerinerinnen. Auch der bleibt im Block hängen. Und Thormann ohne Anlauf, ohne Kraft in den Ball. Sosa, auch der wurde gut abgefangen, jetzt der aus dem Halbfeld. Alla Robba mit dem 4-2 nach diesem langen, intensiven Ballwechsel. Aber genau das sind diese Ballwechsel, das sind diese Bälle, die du gewinnen musst, um so ein Spiel zu gewinnen.
Oh, Anja Brandt mit der kurzen Variante, aber Koka hat da aufgepasst. Kormann wieder ohne Anlauf nicht richtig gestellt. Eben schön aufgepasst und wieder Alarova aus dem Halbfeld. Und der Bunker der Schwerin, da war wohl eine Hamburger Spielerin drüber. Ich habe es nicht sehen können. Aber sei es drum, 5:2 für Schwerin. Wie auch schon im zweiten Satz kommen die Schwerinerinnen hier gut aus den Startlöchern. Sosa am Block vorbei, ins Feld rein. Brand zweimal mit der Abwehr. Jetzt können die Schwerinerinnen hier aufbauen. Kurz gespielt auf Patricia Thormann. 6:2. Die haben sie schön gestellt. Zwei Varianten. Von der Hamburger Seite aus gesehen. Rechte Seite, wie wir es hier auch gesehen haben. Und dann kurz abgelegt auf die linke, auf Thormann. Und die nutzt die Lücke zum 6:2 und Auszeit genommen von Hamburg. Aber trotz der Auszeit für Hamburg haben wir wieder gesehen, wie lange der Schweriner Trainer auf seine Mannschaft einwirkt. Er scheint noch viel Verbesserungspotenzial da zu sehen. Sosa mit dem Crossschlag wieder abgefangen. Alarova aus dem Halbfeld. Dreimal im Block kann ihn nicht richtig stoppen. Und jetzt Hermann aus dem Halbfeld. Und der Punkt für Hamburg. 6:3. Wedekind jetzt. Bei der Angabe. Und der Block der Hamburger stand diesmal ziemlich gut. Und er wird mit einem Punkt belohnt, 6:4 nun auch aus Schweriner Sicht. Wedekind jetzt wieder mit der Angabe. Und Thormann bleibt da erneut am Block hängen. Costa Caldara steht da erfolgreich, 6:5. Und der Aufschlag von Wedekind ins Netz, 7:5. Anja Brandt bei der Angabe jetzt für den Schweriner SC. Schön den Block gefunden von Sandra Gutsche. Oh, das war sehr gut gespielt. Da hat der ganze Block schon gestanden und dann einfach rechts rübergelegt, auch wenn mit etwas Glück, dass er noch ins Feld prallt. 7:6. Gumulka mit der Angabe jetzt. Und Gutsche mit dem Crossschlag aus dem Feld raus, 7:7. Und nachdem Alarova den Ball nicht im eigenen Feld behalten kann, die technische Auszeit mit der 7:8 Führung für Aurubis Hamburg.
Und da ist der schöne Vorsprung wieder weg. Ja, da sieht man klar, der Trainer von Hamburg zeigt es gerade, er muss mehr Kommunikation stattfinden, ihr müsst euch angucken, ihr müsst miteinander reden. Dann klappt das mit der Kommunikation auf dem Platz auch besser und dann wird das auch werden auch gegen den Schweriner SC. Und damit die Mannschaftsaufstellung genommen. Olga bei der Angabe 8:7 für VfT Rubis Hamburg. Und da bleibt Adler Robber wieder aus dem Halbfeld im Block hängen. 9:7 für Hamburg. Und der Schweriner Fan Block versucht seine Mannschaft jetzt mit Sprechchören zu unterstützen. Kaufeld. Aktion schnell. Spielt den Ball runter aufs Feld. 8:9. Tormann jetzt. Bei der Angabe. Und den hat Koka schön rüber gedrückt. Schweriner Ring kriegt nur noch unter dem Netz durch. Punkt für Arubis. 8:10, Sosa bei der Angabe. Und Costa Caldara mit dem richtigen Block zum 11:8 für Arubis Hamburg. Auszeit genommen vom SSC. Wieder nutzt der Schweriner Trainer alle Zeit aus, die er hat in dieser Auszeit, um mit seinen Mädchen zu reden. Lücke gefunden im Block, aber der Ball bei Arubis. Ist noch schön geholt, aber der Hamburger Block steht. Und dann Gutsche mit Schwung in der Mitte beim Block durch. 9:11. Gutsche bei der Angabe jetzt für Schwerin. Zu ungefährlich und Hamburg kann diese Chance nutzen, 9:12. Costa Caldara mit der Angabe. Ja, das war jetzt schön gespielt. Alter Robber mit dem 10:12. Kaufeld jetzt mit der Angabe auf Schweriner Seite. Leicht im Sprungwurf, diesmal ins Feld.